da kann es nicht funktionieren, Tito. Wahnsinn, oder? Immer wieder schön. Ein perfekt eingespieltes Team, die Jungs. Wunderschöne Modelle. Da schlägt das Herz gleich höher. Ja, und diese Magie, wenn zwei gleiche Flugzeuge in der Luft sind, die ist nach wie vor ungebrochen. Und ich habe es oft erwähnt, wenn Sie sich die schwierigste Art des Modellfliegens aussuchen wollen, dann nehmen Sie am besten Synchronflug. So, jetzt beide in Rückenfluglage. Und kommen jetzt beide im niedrigen Rückenflug über die Bahn. Also jetzt wird nochmal eine Schippe draufgelegt, jetzt wird es nochmal schwieriger. Oh, Gänsehautfeeling, Riesenapplaus! Wow! Und Vorflügel. Schließlich ist die DO27 auch ein Stall-Flugzeug für Short Start and Landing konzipiert. Mit einem Dreifach-Klappenflügel, sehr, sehr aufwendig, alles mechanisch angesteuert. Gebaut bei den Dornier-Werken ab Ende der 50er und der 60er, die DO27. F86 ist schon ein tolles Flugzeug. Michael Haag, Nico Haag auf F86. Auch vom Sound, Sie werden es gleich erleben. Ich halte mich ein bisschen zurück. Genießen Sie die riesige Breitling L39 Albatros. Thank you.
wirklich ein beeindruckendes Modell. Hier die mussten. Coole Nummer der Polizei hier in Bayern. So was habe ich auch noch nicht erlebt. Immer was Neues. Ja, fertig. Ja, die hat aber schon Speed jetzt. Robert, schau genau hin. Speedflug, Engel. EC 135. Kann auch schnell. Wahnsinn. Riesenapplaus einmal für die Polizei. Und wir sagen noch nicht über die Leute fliegen, ne? Kannst du fliegen oder so? Ich patze mir nachher. Sowas erlebt man nur hier in Donauwörth, Genderkingen auch. Und Vorflügel. Schließlich ist die DO-27 auch ein Stall-Flugzeug für Short Start and Landing konzipiert. Mit einem Dreifach-Klappenflügel, sehr, sehr aufwendig, alles mechanisch angesteuert. Gebaut bei den Dornier-Werken ab Ende der 50er und der 60er. Die DO-27. Ist deine Zeit, ist deine Show. Das schaut wirklich klasse aus. RXI Generator. Na gut, alles klar. So, startfrei für die MDL Airline von Hans Messmer. Oh, Scheiße. Oh, oh, oh.
du eine nehmen? So, als zweites zum Swiss Jack Team gesellt sich eine BAE Hawk. Die Hawk hat eine ja, ein wunderschönes Flugbild von der MD-11. Marc, komm doch mal bitte ganz kurz zu mir. Hab einen kleinen Anschlag auf dich vor, aber nicht schlimm. Hier schön Informationsflug der Hans und der Daniel im Swiss Jet Team. So, meine Damen und Herren, Hans Messner mit seiner MD-11 Airline. Was die uns hier in den Himmel zaubern. Okay, du hast recht. Absolut. Der letztes Jahr hatten wir die Glorie, jedes Möglich die 28 in die Wiese zu stellen. Die war nicht so toll. Ist sie gleich eingesungen. Wow, Smoke on! Meine Damen und Herren, T28 hier beim Airmeet in Gelderkirchen. Durch Mark und Bein. So, Fahrwerk ist eingefahren. Die Motorleistung wird jetzt ein bisschen gedrosselt. Den Rest macht er verstellte Fehler. Über den Governor. Und eins ist klar. Wie die nach oben schiebt. Da ist richtig Leistung dahinter. Wahnsinn. Ja, die musst du natürlich speedmäßig immer bei Laune halten im Programm. Da kannst du dir keinen Strömungsabriss oder irgendwas leisten, weil dann sind gleich mal 200-300 Meter weg. Und insofern wird die natürlich bewegt, wie sie bewegt werden muss. Und zwar sind da alle Hebel nach vorne und es geht richtig gut.
einem mächtigen Wright Cyclone mit 1820 Kubik in Hubraum. Arnim, rechne das mal schnell aus. Ich bin gerade überlegen. Also, die T28, die müsste so um die 55 Liter Hubraum haben. Könnte sein. Ja, ja, das ist schon was. Die 28, so wie sie jetzt hier geflogen wird, wird nicht sonderlich hohen Lastvielfachen ausgesetzt. Das schaut teilweise grimmig aus, ist es aber nicht. Ich schätze mal, dass die zwei Belastungen fliegen negativ überhaupt nicht, sondern wenn man positiv ist. Und ich schätze, da werden sie nicht mehr wie 4,5 machen, oder? Was man so denkt. 4,5, 5, mehr Mann. Was natürlich bei der T28 ist, gegenüber der Jagd 52 und der Pitz, die Gs, die dich da in den Sitz drücken, die halten lange, lange an. Also die Gs bauen sich langsam auf und halten auch lange an. Anders wie in wendigeren Kriegsfliegern. So schön, wie es da nach oben geht, hast du gesehen in der Rolle, geht es auch nach unten. Also die musst du schon im Griff haben, die Rolle. Natürlich keine Frage, dass die zwei das können. Nochmal super Fotoüberflug. Kameras raus. Weißt du, was mich besonders gefreut hat? Na? Wo der einer gesagt hat, sie haben sich wahnsinnig über eure Einladung gefreut. Und das hört man von solchen Piloten nicht allzu oft. Nein, das denke ich. Und die sind wirklich gerne da. Die sind wirklich gerne da und fühlen sich hier richtig wohl. Ich habe sie vorhin mal kurz kennengelernt, die beiden. Und sind auch super liebe Kerle. Echt entspannt. Also wirklich Spaß gemacht, mit den beiden mal zu schnacken. Ja. Schauen wir mal, ob das überhaupt so ist. Aber es schaut momentan so aus. Nee, es schaut natürlich nicht so aus. Doch, Speedbreak ist da, Stunt ist da und Fahrrad ist da. Ja, also. Allein der Name. Bavarian. Und Sie dürfen einmal richtig Alarm machen, meine Damen und Herren, Erwin 2017! Was ein Zaun, was ein Zaun. Ich weiß jetzt nicht genau, entweder Sie rollen jetzt direkt zur Tankstelle, was Sinn machen würde, ich denke, oder Sie kommen nochmal zurück und rollen hier nochmal vorbei. Also so war es letztes Jahr. Aber man muss immer aufpassen, was man sagt, weil vielleicht wollen sie auch raus und das eine oder andere Getränk jetzt haben.
Schauen wir mal, was passiert. Na klar. Aber es sieht gut aus. Ja, da vorne ist der Abgang C. Da könnten sie jetzt immer noch reinrollen. Aber so, wie mir das ausschaut. Kommen Sie nochmal vorbei. Ich komme nochmal vorbei. Und es ist auch typisch für den Rainer und für den Franz. Ich trau's mir nicht sagen. Wollen wir noch eine Welle machen? Ja, eine machen wir noch. Eine Welle machen, also für die zwei machen wir jetzt noch einmal heute am ersten Tag von Miami die letzte Welle. Also einmal können wir noch. Für unsere Piloten, beschwer dich nicht, einmal geht noch. Einmal geht noch. Also, so, dann für unsere so. Also fangen wir gleich Kilo. An. Von links nach rechts. Achtung! 3, 2, 1, Lobby, Airmeet 2017. Vielen, vielen Dank. Tolles Publikum. Danke, dass Sie so toll mitmachen.